Liebe Freunde der Codices Online-Reihe Buch trifft Hirn, herzlich willkommen zu unserem zweimonatlichen abendlichen Buchtermin, den wir als Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs in Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung anbieten und bei dem es heute um lauter Lügen geht. Fast bin ich geneigt zu sagen, dass das Buch vielleicht den falschen Titel hat, denn es enthält, so scheint mir, lauter Wahrheiten, darunter auch unbequeme, allemal aber bedenkenswerte. Der vollständige Titel, den man auf dem Cover nicht sieht, lautet denn auch Lauter Lügen und andere Wahrheiten. Es handelt sich um eine Sammlung von Kurztexten, vor allem Glossen, die in den Jahren 2016 bis 2022 fast alle in der Neuen Zürcher Zeitung oder in der kleinen Zeitung aus Graz erschienen waren und in denen erkennbare Schräglagen des Zeitgeistes reflektiert, demaskiert, analysiert und bisweilen auch attackiert werden, letzteres jedoch eher mit dem Florett als mit der Haubitze. Wir werden genügend Diskussionsstoff haben, von Fake News und Hate Speech über Cancel Culture und Wokeness. Und vielleicht werden auch noch ein paar deutschsprachige Phänomene dabei sein, wie Bildungsnotstand, Sprachverflachung und Politikverdrossenheit. Erschienen ist das Buch im Wiener Zollnay Verlag, wie viele Publikationen des Autors. Dieser Autor, Konrad Paul Liesmann aus Wien, ist kein Unbekannter und ich begrüße ihn in unserer Runde ganz herzlich. Konrad Paul Liesmann ist emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Wien. Sein Spezialgebiet an der Uni waren die Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik und solcher Vermittlung im weiteren Sinn ist er auch als Essayist und Kulturpublizist treu geblieben. Zu den bekanntesten und wirkmächtigsten seiner vielfältigen Aktivitäten zählt zweifellos die wissenschaftliche Leitung des alljährlich stattfindenden Philosophicums Lech seit nunmehr 26 Jahren. Das ist ein Jahr länger, als es unsere Nürnberger Symposien zu Wahrnehmungs- und Hirnforschung gibt, die wir für Codices und seine Vorgängerorganisation ins Leben gerufen haben. Die Sammelbände zum Philosophicum Lech erscheinen im Zollnay Verlag pünktlich ein Jahr später und dokumentieren die Beiträge. Auch wir bei Codices sind auf dem Weg, dieses Ziel für unsere Symposien wieder zu erreichen. Die Themen des Philosophicums Lech sind stets gesellschaftlich relevant. Themen wie Krieg, Macht, Geld, Gott, Tod, Hölle, aber auch neue Menschen, Mut zur Faulheit und Eliten wurden schon behandelt, wohlgemerkt in verschiedenen Jahren. Der Hass war letztes Jahr dran, ist also schon abgearbeitet. Alles wird gut, war der Titel in diesem Jahr. Herr Liesmann ist seiner Zeit voraus. Ich selbst war nur im Jahr 2006 Besucher in Lech, damals zum Thema Freiheit, mit Referenten wie Wolf Singer, Reinhard Merkel, Michael Pauen und Michael Schmidt-Salomon, mit denen wir auch bei Codices gern zusammenarbeiten. Wer die intellektuelle Landschaft Österreichs nicht scheut, dem sei das Philosophicum Lech vorbehaltlos empfohlen. Nun aber zum heutigen Thema und zum heutigen Vortrag, zur scharfsinnigen und vielleicht auch scharfzüngigen Zeitdiagnose aus dem Mund von Konrad Paul Liesmann. Bitte schön. Lieber Herr Fink, herzlichen Dank für diese schöne und genaue Einleitung. Ich möchte mich in meinem Vortrag vielleicht konzentrieren auf den ersten Teil meines Buches, wo es um die titelgebende Frage geht, ob in der Tat wir in einer Welt leben, in der wir von lauter Lügen umgeben sind, in den unterschiedlichsten Facetten. Und ich möchte vielleicht mit einer aktuellen Anekdote beginnen. Wie einige von Ihnen wahrscheinlich wissen, begann vor wenigen Tagen in Österreich ein Prozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine engsten Mitarbeiter. Diesen Politikern wird vorgeworfen, in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gelogen zu haben. Und am ersten Tag dieses Prozesses hat ein Verteidiger dieser angeklagten Politiker, um diese Politiker sozusagen vor diesem Verdacht oder einem Vorwurf rückhaltlos gelogen zu haben, zu entlasten, aus meinem Buch Lauter Lügen zitiert. Das heißt, ohne dass ich es wollte,
bin ich jetzt mittendrin in einer politischen Debatte über den Stellenwert der Lüge. Und ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten, jenes kurze Kapitel jetzt vorzulesen, aus dem dann auch der Verteidiger von Sebastian Kurz und seiner Mitarbeiter zitiert hat. Es ist das titelgebende Kapitel und heißt eben lauter Lügen. Auch die guten Lügen. Wer hätte das gedacht? Das Entsetzen, das ich nach der Entlarvung des preisgekrönten Spiegeljournalisten Klaas Relotius als Fälscher in den Feuilletons bereitgemacht hatte, war entweder gut gespielt oder grenzenlos naiv. Natürlich lügen auch die Guten, vor allem dann, wenn sich die Wirklichkeit den Ideen des Guten zu widersetzen scheint. Neu ist diese Mischung von Fakten und Fiktionen wahrlich nicht, aber sie beschert uns doch die eine oder interessante Fragestellung. Dürfen zum Beispiel Dichter lügen? Was für eine Frage! Sie dürfen nicht nur, es ist geradezu ihr Geschäft, die poetische Fiktion, die innerhalb und außerhalb von Sprachkunstwerken auftauchen kann, generiert allerdings ihre eigenen Wahrheitskriterien. Zu den Ergebnissen einer sehr alten Debatte über ästhetische Wahrheit gehört die Einsicht, dass diese selbst in der Form der Lüge erscheinen kann. Wie umgekehrt übrigens die politische Lüge sogar mitunter in Form der Wahrheit zu realisieren vermag. Dass heute über die Wahrheitsverpflichtung der Literatur so gesprochen wird, als lebten wir in einer politisch korrekten Schrumpfform des platonischen Staates, aus dem bekanntlich die Dichter wegen ihres unverbesserlichen Hangs zum hemmungslosen Flunkern verbannt werden sollten, verwundert dann doch ein wenig. Vielleicht sollte man sich in diesem Zusammenhang an einen Aphorismus von Friedrich Nietzsche erinnern, der da lautet: Es führt zu wesentlichen Entdeckungen, wenn man den Künstler einmal als Betrüger fasst. Und das war, anders als heute, nicht in einem moralisch abwertenden Sinn gemeint, sondern ein Lob. Der Betrug ist eine Methode der Erkenntnis. Nietzsches Kollege Søren Kierkegaard hat dies klar ausgesprochen. Man müsse die Menschen hineintäuschen in das Wahre. Überhaupt Nietzsche, er ist der Denker unserer Tage. Sagen, was ist. Mit diesem Leitspruch Rudolf Augsteins wollte sich der Spiegel reuig und zähneknirschend in Selbstkritik üben und auf seine alten, nun von einem Jungstar beschmutzten Ideale besinnen. Man hätte dieses Pathos lieber sein lassen sollen, denn diese Maxime stimmte noch nie. Niemand kann sagen, was ist, nicht einmal die empirischen Wissenschaften. Sprache an sich. Und dies war eine unüberbietbare Einsicht des jungen Nietzsche, stellt immer schon eine Verfälschung der Wirklichkeit dar. Jedes Wort ist eine Verkürzung, jeder Satz eine Deutung, jedes sprachliche Bild eine poetische Fiktion, jede Beschreibung bestenfalls eine Annäherung, wenn nicht eine glatte Erfindung. Und dabei geht es nicht um die klassische Lüge, bei der jemand das Gegenteil von dem sagt, was er selbst für wahr hält. Es geht bei all den aktuellen Skandalen und Skandälchen ja um Thesen und Texte aus dem Geist einer redlichen Überzeugung. Aber, um nochmals Nietzsche zu zitieren, Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als die Lügen. Heißt das, dass wir die Scheidung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Fakten und Fiktionen aufgeben sollten und alles zur poetischen Imagination erklären müssen? Mitnichten. Es kommt sehr wohl darauf an, unter welchen Bedingungen, in welchen Zusammenhängen, mit welchen Mitteln, mit welchen Absichten, mit welchen Hintergedanken wir uns an die Annäherung an die Wirklichkeit machen. Mindestens sollte man sich der Begrenztheit und Unzulänglichkeit seiner Mittel bewusst sein. Und man könnte vielleicht auch dem politischen Gegner zugestehen, sich durch seine Überzeugungen zu ähnlichen Feindseligkeiten gegenüber der Wahrheit hinreißen zu lassen, wie man es selbst mitunter tut. Dazu aber wäre Größe erforderlich und das ist heute zu viel verlangt. Zumindest moralische Überlegenheit
ist eine Welt von lauter Lügen prinzipiell fehl am Platz. Das war also dieser Text, der jetzt, wie gesagt, neuerdings wieder für Aufregung sorgt, weil offensichtlich die Verteidiger von Sebastian Kurz und seinem ehemaligen Kabinettschef der Auffassung war, dass das sozusagen ein Freispruch ist für die Lüge als legitimes Mittel der Politik. Jetzt ist das natürlich eine Sache, die nicht so einfach ist, wie sie scheint. Erlauben Sie mir deshalb an dieser Stelle und in den nächsten Minuten einige grundsätzliche Überlegungen zu dem Phänomen der Lüge, der Fiktion, der Unwahrheit, der Fälschung, der Täuschung. Natürlich haben wir intuitiv sofort, reagieren wir intuitiv sofort mit dem Reflex, wenn wir von Lügen hören, dass das etwas ist, was moralisch verwerflich ist. Bevor wir allerdings jetzt die Moralität oder Amoralität oder Immoralität der Lüge untersuchen, denke ich, lohnt es sich, mal einen Blick darauf zu werfen, was heißt es überhaupt zu lügen? Und ist wirklich alles das, was wir als Lüge bezeichnen, tatsächlich eine solche? Oder gibt es auch Formen der Lüge, die nicht unter diesem Namen, unter diesem Titel aufscheinen und die dennoch ziemlich gravierende Konsequenzen und Folgen haben können? Es gibt in der Philosophie ja seit 2,5 Jahrtausenden, zumindest in der europäischen Tradition, eine heftige Debatte über die Frage, was ist eigentlich eine Lüge und wie sind Lügen sowohl erkenntnistheoretisch als auch moralisch zu klassifizieren. Ich beginne in der Tat ganz früh bei Platon und einem der merkwürdigsten Dialoge, die Platon verfasst hat. Ein Dialog, der so eigentümlich ist und so verstörend ist, dass sehr viele Platon-Forscher lange die Auffassung vertreten haben, das kann nicht von Platon sein. Das ging sozusagen zu radikal und vor allem sozusagen zu provokant, als dass man das Platon zutrauen könnte. Der Dialog trägt in der deutschen Übersetzung den Titel Der kleinere Hippias. Hippias war einer der Sophisten, mit dem sich Platons Protagonist, nämlich Sokrates, gerne herumgestritten hat. Sophisten waren, wie Sie wissen, Weisheitslehrer, denen es allerdings nicht um Erkenntnis im emphatischen Sinn ging, sondern um sozusagen Techniken der Überzeugung, der Rhetorik, des Durchsetzens von Positionen, von Argumenten und für das Vermitteln dieser Techniken. Sie waren, so könnte man sagen, Berater, sie waren Coaches. Für das Vermitteln dieser Techniken haben sie auch gutes Geld verlangt. Und Hippias war einer der erfolgreichsten und damit auch einer der finanziell sozusagen erfolgreichsten Sophisten seiner Zeit. Hippias hat einen Vortrag gehalten über die Frage, das erscheint uns heute sehr sonderbar zu sein, was ist eigentlich die bessere Dichtung von Homer, die Ilias oder die Odyssee? Und er hat sozusagen die These vertreten, dass natürlich die Ilias das bessere Werk ist, das bessere Kunstwerk ist, weil die Hauptfigur der Ilias, nämlich Achill, ein tadelloser, ehrlicher, wahrhaftiger, authentischer Charakter ist, der sich nie verstellt. Wenn er aufbrausend agiert, ist er aufbrausend. Wenn er traurig ist er traurig. Und er ist sozusagen im Kampf tatsächlich ein ehrlicher Kämpfer, ein ehrlicher Held. Während hingegen die Hauptfigur der Odyssee, bekannte Odysseus, ein listiger, verschlagener, heimtückischer, hinterhältiger Charakter ist. Und deshalb ist die Ilias besser. Sokrates verstrickt Hippias nun nach dessen Vortrag in ein Gespräch. Sokrates war ja sehr gemein, er ist hingegangen, sein großartiger Vortrag. Hippias, habe das wirklich sehr, sehr gerne gehört und bin vollkommen überzeugt. Ich hätte nur noch eine kleine Frage. Und wie Sie wissen, wenn Sie einmal einen sokratischen Dialog Platons gelesen haben, dann steckt in diesen kleinen Fragen
alles? Und diese Frage, die Sokrates nur an Hippias lautete folgendermaßen: Du findest also Achill besser als Odysseus. Ja, du findest also den Wahrhaftigen besser als den Lügenhaften. Ja, der Wahrhaftige ist wahrhaftig deshalb, weil er immer nur die Wahrheit sagen kann. Ja, der Lügenhafte ist schlechter, weil er entweder lügen kann oder die Wahrheit sagen. Ja. Aber Hippias, jetzt verstehe ich etwas nicht. Nehmen wir ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Was würdest du sagen? Welcher Sportler ist besser? Ein Mensch, der eine Verletzung hat, vielleicht von Geburt aus gehandicapt ist und nur hinken kann, nicht laufen. Oder ein voll fitter Läufer, der sowohl schnell laufen kann, als auch, wenn er will, langsam gehen kann. Ist der besser, der nur eine Sache kann und gezwungen ist, das zu tun? Oder ist der besser, der die Wahl hat zwischen mehreren Möglichkeiten? Daraufhin muss Hippias sagen, natürlich ist der besser, der mehrere Möglichkeiten hat. Und dann sagt Sokrates, und ist es mit den Lügner nicht genauso. Der Wahrhaftige ist wahrhaftig, weil er authentisch ist, weil er nicht anders kann, als die Wahrheit zu sagen. Der Lügner muss ja nicht lügen. Er lügt auch nicht in jeder Situation. Er kann lügen. Und so die Conclusio, die Sokrates dem Hippias in den Mund legt, ist nicht der, der mehr Dinge kann, besser als der, der nur eine Sache beherrscht? Und da muss Hippias zugeben, ja. Und Sokrates schwindelt selber bei dem Gedanken, dass der Lügner eigentlich der bessere Mensch ist. Er ist der kompetentere Mensch. Er hat mehr kommunikative Kompetenz als der Wahrhaftige. Er kann mehr. Und in der Antike, im antiken Denken, war ja derjenige, der etwas besser konnte, zumindest nahe an dem, der auch in einem moralischen Sinn besser war. Was übrigens schon seinen guten Grund hatte, denn der, der mehr kann, hat auch ein größeres Maß an Freiheit, sich entscheiden zu können. Und die Freiheit ist die Voraussetzung dafür, Handlungen überhaupt moralisch bewerten zu können. Das heißt, der Lügner ist zumindest einer, der die Wahlmöglichkeiten hat zwischen Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, genauer gesagt, und eben dem Produzieren von Fiktionen, während der notorisch Wahrhaftige gleichsam zurückgeworfen ist auf seine Ehrlichkeit und dieser Ehrlichkeit gleichsam eindimensional ausgeliefert ist. Das Interessante ist, dass Friedrich Nietzsche, der wahrlich kein Platoniker gewesen war, 2500 Jahre später genau an diesen Gedanken angeknüpft hat. Und das sollte uns gerade auch im Zusammenhang mit den Phänomenen, die uns heute so sehr beschäftigen. Sie können ja die Formen der Lügen unserer Zeit, jetzt nicht nur im politischen Kontext, nicht nur im privaten Kontext, sondern vor allem im Kontext unserer modernen Medien. Sie kennen die Debatten um Fake News. Sie kennen die Debatten um Verschwörungstheorie. Sie kennen die Debatten um die Möglichkeit, durch neue Technologien, etwa künstliche Intelligenz, in einer Art und Weise Fiktionen herzustellen, Täuschungen herzustellen, wie es wahrscheinlich bislang noch nicht möglich gewesen war. Also Menschen abzufilmen und ihnen sozusagen Dinge in den Mund zu legen mit ihrer Stimme, mit ihren Gesichtszügen, mit ihren Ausdrücken, die sie nie gesagt haben. Das heißt also, wir leben in einer Welt, in der sozusagen hinter jedem sozusagen Wischer am Smartphone eine Täuschung, eine Fiktion, einen Betrug lauern kann. Und unter dieser Perspektive ist es ganz interessant, sich zu erinnern, was Nietzsche gesagt hat. Seine These, die hat er für so revolutionär gehalten, dass er es nicht gewagt hat, sie zu seinen eigenen Lebzeiten zu veröffentlichen. Seine These findet sich in dem 1873 geschriebenen Essay über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn.
Nietzsche ist bewusst davon ausgegangen, mal die moralische Frage auszuklammern und sich nur anzusehen, was bedeuten Wahrheit und Lüge, wenn man sie nicht gleich moralisch bewerten will. Und seine Grundthese war, dass es, oder anders formuliert, die Frage, die er sich gestellt hat, war, wozu haben Menschen eigentlich die Sprache entwickelt? Jetzt würden wir sofort intuitiv sagen, um Wirklichkeit besser beschreiben zu können, um uns orientieren zu können, um kommunizieren zu können, vielleicht auch um uns ausdrücken zu können, um in Beziehung zu anderen treten zu können. Wir kennen diese grundsätzlichen Funktionen der Sprache, Darstellung, Appell, Kommunikation, Ausdruck. Nietzsche sagt, nein, das war es nicht. Es war ganz was anderes, nämlich der Wille des Menschen, den anderen Menschen zu täuschen. Sprache ist prinzipiell erfunden worden, so Nietzsche, um zu sagen, gerade nicht das sagen zu müssen, was man tatsächlich denkt und fühlt, sondern um sozusagen sich durch Täuschungsmanöver einen Vorteil zu erarbeiten. Er ging überhaupt davon aus, und ich möchte diesen wenigen Sätze zitieren, dass der Mensch schlechthin anthropologisch gesehen, so könnte man sagen, das lügende Wesen ist, nicht das wahrheitswillige oder wahrheitssuchende Wesen. Hier, schrieb Nietzsche, bei Menschen ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das hinter dem Rücken reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze leben, das Maskiertsein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit, so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte. Das heißt, erstaunlich ist nicht, dass wir lügen. Das ist unsere Natur, so könnte man sagen. Erstaunlich ist, dass wir hin und wieder doch die Wahrheit sagen. Interessant ist für mich, und auch das könnte zu zeitdiagnostischen, kritischen Analysen führen. Interessant ist für mich, dass Nietzsche als das innerste oder tiefste Motiv dieses Wunsches des Menschen, sich zu verstellen, die Eitelkeit sieht. Die Eitelkeit, das heißt, im Wesentlichen anderen gegenüber mehr sein oder scheinen zu wollen, als man ist, weil man vor sich selber dieses Gefühl hat, besser zu sein als der andere. Das heißt, eine falsche Selbstannahme und eine falsche Selbstsicht führt dazu, dass es in einer Art und Weise geriert und präsentiert, etwas vortäuscht, das man tatsächlich nicht ist. Es wäre schon einmal lehrreich, und ich mache das in einigen meiner Texte in diesem Buch, zu untersuchen, wie oft Eitelkeit in unseren aktuellen Debatten, etwa im Kulturbereich, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Werfen wir noch einen Blick auf dieses Erstaunen, das Nietzsche hier artikuliert hat. Erstaunlich ist, dass Menschen hin und wieder die Wahrheit sagen und nicht ständig sozusagen diesen Tanz um die Flamme Eitelkeit mit einem unglaublich bombastischen sozusagen Fiktionengebäude vollführen. Weshalb sagen die Menschen im alltäglichen Leben in der Regel doch die Wahrheit? So fragt sich Nietzsche, und er gibt die Antwort, die wird Sie jetzt erstaunen. Wenn man ein bisschen selbstkritisch ist, wird man vielleicht doch einen Kern Wahrheit in dieser Vermutung finden. Die Antwort, die Nietzsche gibt, ist, die Menschen sagen die Wahrheit, gewiss nicht deshalb, weil ein Gott das Lügen verboten hat, sondern weil es bequemer ist. Es ist bequemer, die Wahrheit zu sagen, als zu lügen. Denn die Lüge erfordert Erfindung, Vorstellung und Gedächtnis.
Das können Sie sich kurz natürlich sofort vergegenwärtigen. Wer sozusagen irgendwie in welchem Zusammenhang auch immer lügt, muss ja genau darauf aufpassen, dass er sich nicht in Widersprüche verwickelt. Er muss also genau wissen, was er gestern getan hat, vorgestern getan hat, vor 3 Tagen gesagt hat, vor 1 Jahr gesagt hat. Das Zweite ist, eine Lüge muss ja plausibel sein. Ich kann ja nicht irgend das Blaue vom Himmel herunterlügen. Es muss eine bestimmte Form von Wahrscheinlichkeit haben. Es muss nachvollziehbar sein. Es muss plausibel klingen. Es muss so klingen, als könnte es auch tatsächlich so gewesen sein. Die Lüge, die also der demonstrativ irreal ist, ist ja auch sofort zu durchschauen und wird nicht ernst genommen. Gleichzeitig muss sozusagen eine gewisse Fähigkeit vorhanden sein, diese Lüge vorzubringen, ich sage es jetzt ganz salopp, ohne zu erröten. Das heißt, jeder Lügner oder jeder, der mal, sei es auch nur seinen Partner, mit einer kleinen Notlüge belästigt, braucht ein gewisses schauspielerisches Talent, darf sich nicht verraten durch Unsicherheiten, Zittern, Erröten und dergleichen mehr. Das sind eine ganze Reihe von Dingen, die man berücksichtigen muss, die man können muss. Da merken Sie wieder genau das, was bei Platon schon die Kompetenz des Lügners ausmachte, um dann tatsächlich in einer gewissen Weise erfolgreich lügen zu können. Und allzu oft unterziehen wir uns dieser Anstrengung im Leben nicht. Es stimmt zwar, wie manche Psychologen festgestellt haben, dass zumindest in unseren Breiten ein Mensch durchschnittlich, halten Sie sich fest, bis zu 200 Mal am Tag lügen soll. Aber da passen wir den Begriff der Lüge natürlich sehr, sehr weit. Vor allem wird bei diesen psychologischen Betrachtungsweisen auch jede Form der Lüge mitgezählt, die vom anderen durchschaut wird. Also zum Beispiel eine Höflichkeitsformel. Sie begegnen jemanden auf der Straße, den Sie nur flüchtig kennen, und Sie stellen die übliche Frage, wie geht's Ihnen? Und der antwortet, ja, danke, es geht mir gut. Ja, beides war eine Lüge. Erstens interessieren Sie sich überhaupt nicht für den, wie es ihm geht, und zweitens hat er Ihnen nicht die Wahrheit gesagt, denn wahrscheinlich geht's ihm eh nicht gut, denn zurzeit geht's fast niemandem gut. Das heißt also, das sind so alltägliche, konventionelle Lügen, die wir formulieren, wenn wir Komplimente machen, Höflichkeiten austauschen, wenn wir in einer Firma arbeiten und für das Werbedesign zuständig sind. Natürlich wissen wir alle, in Werbungen versprechen wir alles Mögliche, was natürlich mit der Realität der Produkte und dem, was diese Produkte können, überhaupt nichts oder nur am Rande etwas zu tun hat. Aber das durchschauen wir auch. Es glaubte niemand tatsächlich den Werbeslogans, den verkünden, wenn man das richtige Joghurt isst, wird man schlank, hat eine tolle Verdauung und erhöht seine Lebenschancen um 30%. Das glauben wir alles nicht. Trotzdem kaufen wir dieses Joghurt und nehmen solche Lügen augenzwinkernd zur Kenntnis. Etwas anderes ist es ja, wenn uns tatsächlich jemand in einer Art und Weise mit Falschheiten konfrontiert, die wir wirklich dann für Wahrheiten halten. Und jetzt komme ich zum weiteren Punkt. Das ist auch ein kleiner Text in meinem Buch, der sich damit auseinandersetzt. Wie verhält sich überhaupt dieses Verhältnis von Lüge und Wahrheit? Es ist ja schon oft bemerkt worden, dass das eigentlich, obwohl es so attraktiv ist, immer von Lüge und Wahrheit zu sprechen, dass das eigentlich nicht die richtigen Begrifflichkeiten sind. Wahrheit kennt einen anderen eigentlichen Gegenbegriff, nämlich die Falschheit. Eine These etwa oder ein Satz über die Wirklichkeit kann wahr oder er kann falsch sein. Die Lüge hat eigentlich, darauf hat schon Augustinus, der sehr intensiv für die Lüge nachgedacht hat, aufmerksam gemacht. Darauf hat Immanuel Kant aufmerksam gemacht, der ebenfalls sehr intensiv über die Lüge nachgedacht hat. Der eigentliche Gegenbegriff zur Lüge wäre eigentlich die Wahrhaftigkeit. Warum? Schauen wir uns einmal die Lüge genauer an. Zu lügen bedeutet eigentlich, etwas zu sagen,
von dem ich selbst überzeugt bin, dass es nicht stimmt. Das heißt, ich bin unwahrhaftig. Das bedeutet übrigens nicht, dass das, von dem ich überzeugt bin, dass das tatsächlich das Richtige ist. Augustinus hat darauf aufmerksam gemacht, in einer kleinen Abhandlung über die Lüge, dass es ziemlich vertrackt ist. Denn es kann ja der Fall sein, dass jemand zutiefst überzeugt von einer Wahrheit ist und er sagt das Gegenteil. Also in seinem Sinne lügt er. Allerdings kann seine Überzeugung falsch sein. Und indem er lügt, kann er durchaus die Wahrheit sagen. Also, wenn jemand zutiefst davon, ein blödes Beispiel, ja, aber es taucht immer auch in diesen Verschwörungstheorie-Debatten auf, wenn jemand zutiefst davon überzeugt ist, dass die Erde eine Scheibe ist. Er möchte sich aber eine Karriere, sagen wir, als Lehrer nicht verderben. Und in einem Gespräch oder einem Aufnahmegespräch kommt man irgendwie auf moderne Weltbilder und er sagt natürlich, selbstverständlich, die Erde ist eine Kugel und dreht sich um die Sonne. Nach seiner eigenen Überzeugung hat er jetzt gelogen. Denn er ist der Überzeugung, die Erde ist eine Scheibe und die steht im Mittelpunkt des Universums. Objektiv gesehen, nach allem, was wir wissen, hat aber, indem er aus seiner innersten Überzeugung heraus gelogen hat, trotzdem die Wahrheit gesagt. Und genauso kann es natürlich umgekehrt sein. Ich kann von einer Sache zutiefst überzeugt sein, kann das auch äußern, bin also in dem Sinne wirklich wahrhaftig und kann trotzdem einen Unsinn geredet haben. Das heißt, wenn es ums Lügen geht, geht es nicht um die Frage, was ist objektiv als Wahrheit oder als Wahrscheinlichkeit feststellbar. Das ist eine Frage der Wissenschaft. Sondern wenn es ums Lügen geht, geht es immer um die Frage, was halte ich für wahr? Sage ich das dann auch? Oder sage ich etwas anderes? Von dem ich selber weiß, aus meiner Perspektive, ist es nicht wahr. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten, Unwahres zu sagen. Ich habe einige schon genannt. Höflichkeit, Werbung. Es gibt auch den Irrtum. Es kann ja jemand ehrlich davon überzeugt sein, dass 2 mal 2 5 ist. Er hat sich aber geirrt. Er hat sich verrechnet. Ja? Da hat er nicht gelogen. Aber er hat die Unwahrheit. Er hat das Falsche gesagt. Das heißt, und das macht die Lüge psychologisch und im zwischenmenschlichen Verkehr so unglaublich interessant. Es geht immer um das, was im Innersten eines Menschen vorgeht und wie er in seinem Innersten sich artikuliert oder eben vor der Außenwelt, vor einem bestimmten Gegenüber sein Innerstes versucht zu verbergen. Augustinus hat dafür die schöne Formel gefunden, die Wahrheit sagt derjenige, der das nach außen hin artikuliert, was er auf dem Herzen trägt. Und der Lügner ist derjenige, der es verbergen will, was er auf dem Herzen trägt, was er im Innersten tatsächlich für wahr hält. Ich habe einige Texte in meinem Buch, wo es auch darum geht, wie sehr wir gegenwärtig einen öffentlichen Diskurs pflegen, wo ziemlich klar ist, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Denken Sie an diese Debatten jetzt jüngst wieder um Alice Schwarzer, die von einer Leseveranstaltung in Leipzig ausgeladen werden soll, weil sie Dinge gesagt hat, die man heute nicht mehr sagt, etwa zum Problem der Transsexualität oder zu dieser Frage. Viele Menschen werden vielleicht ähnlich denken wie Alice Schwarzer, aber sie würden es nie sagen. Denn das würde ihnen Nachteile verschaffen, sie würden in ein Eck gestellt werden, in das sie nicht gestellt werden wollen. Sie sind vielleicht auch gar nicht so sicher, wie sie darüber denken, also schweigen sie lieber. Sie artikulieren nicht, sie formulieren nicht das, was sie im Innersten tatsächlich dazu denken, auf den Herzen tragen, sondern sagen entweder gar nichts oder passen sich dem Meinungsdruck an und artikulieren oder sagen irgendetwas, was harmlos ist, keine Gefahr darstellt, zu dem passt, was zu bestimmten Fragen heute eben gesagt werden muss, angeblich. An diesen kleinen
Aspekten. Merken Sie schon, wie unglaublich relevant diese philosophischen Überlegungen zur Lüge sind. Es gibt ja Untersuchungen in Deutschland, die zeigen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass schon über die Hälfte der Menschen sagt, sie haben bei bestimmten Fragen nicht mehr das Gefühl, dass sie frei ihre Meinung sagen können. Sie halten das lieber zurück. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn sie immer dann dazu befragt werden, werden sie etwas anderes sagen als das, was sie tatsächlich denken. Und das bedeutet natürlich im Umkehrverfahren, wenn Menschen bestimmte Dinge zu politischen Fragen artikulieren, wissen wir nie so genau, denken die das wirklich? Oder sagen sie es nur, weil sie sich keine Probleme einhandeln wollen, nicht dem Mainstream widersprechen wollen, keine Nachteile erfahren wollen. Das heißt also, das, was im Innersten eines Menschen vorgeht, ist nicht immer dasjenige, was wir tatsächlich artikulieren. Und die große Idee der Meinungsfreiheit, auch dazu habe ich einen Text in diesem Buch, wie sie sozusagen das liberale Gesellschaft seit dem späten 18. Jahrhundert entwickeln wollte. Die große Idee der Meinungsfreiheit bestand ja gerade darin, den Menschen das Lügenmüssen zu ersparen, so ihnen zuzugestehen, egal wie unsinnig deine Meinung ist, egal wie verquer sie ist, egal wie falsch sie auch sein mag, es sollen dir keine Nachteile daraus erwachsen, wenn du sie artikulierst. John Stuart Mill, der einen wunderbaren Essay über die Freiheit geschrieben hat, hat das übrigens auch ziemlich gut argumentiert. Er hat gesagt, das Recht, jemanden eine Meinung zu verbieten, hätten wir nur dann, wenn wir selbst unfehlbar wären. Das sind die wenigsten von uns. In allen anderen Fällen kann es sein, dass noch in der unsinnigsten Auffassung, in der unsinnigsten Position, im unsinnigsten Gedankengebäude doch ein Körnchen, ich sage jetzt gar nicht Wahrheit, sondern ein Körnchen Interessantes drinstecken mag, das uns in unserem Denken, in unserem Fortschritt, in unserem Weiterforschen weiterbringen kann. Und das wäre eigentlich im Prinzip dümmlich, auf solche Möglichkeiten zu verzichten, nur weil wir im Moment glauben, das hat mit Wahrheit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist jetzt kein Plädoyer, in jeder Verschwörungstheorie ein Körnchen Wahrheit zu finden. Ich habe einen kleinen Text über Verschwörungstheorien auch in diesem Bändchen. Es gibt natürlich Unsinn, der auf der Hand liegt. Aber wenn Unsinn auf der Hand liegt, dann brauche ich nicht mit erkenntnistheoretischen Kanonen darauf schießen, denn der Unsinn liegt ja ohnehin auf der Hand. Ich kann dann diejenigen, die das vertreten, bemitleiden, belächeln, ignorieren. Aber ich muss jetzt nicht so tun, als ginge die Welt unter, wenn jemand Unsinn verzapft. Unsinn ist aushaltbar. Das ist nicht das Problem. Das Problem besteht ja genau in solchen Theorien, wo ich an bestimmten Punkten nicht sagen kann, naja, vielleicht ist doch etwas dran. Oder das wäre vielleicht doch überlegenswert. Oder so abstrus, wie es auf den ersten Blick scheint, kann es vielleicht doch nicht sein. Und da beginnt man dann nachzudenken. Und ich habe dann noch eine andere Idee gehabt in diesem kleinen Text. Ich habe den Vorschlag gemacht, manche Verschwörungstheorien so zu behandeln, wie wir normalerweise Fiktionen behandeln, die ja auch ständig, also poetische Fiktionen, Romane, Geschichten, Filme, die auch ständig von Dingen handeln, die nicht real sind, die nicht fingiert sind, und einfach danach zu beurteilen, ob das eine gute Story gibt oder keine gute Story gibt. Mag sich vielleicht darauf aufmerksam, wenn ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste und deshalb greife ich bei solchen Beispielen immer auf Vergangenes zurück. Aber ich glaube, ich habe alle James Bond Filme mit großem Vergnügen gesehen. Manche sind besser, manche sind schlechter, manche James Bond Darsteller waren für mich überzeugender, andere weniger überzeugend. Aber allen James Bond Filmen, weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, wenn Sie diese Filme sich angesehen haben, allen James Bond Filmen ist eines gemeinsam: Sie funktionieren prototypisch nach dem Modell einer Verschwörungstheorie.
Es geht ja immer darum, dass eine finstere Macht, in den frühen James-Bond-Filmen meistens verbunden oder verbündet mit der Sowjetunion, später dann sozusagen waren das finstere Mächte, die aus eigenem sich die materiellen Mittel beschafft haben, uns richtig böse zu werden, so lauter Vorläufer von Elon Musk, könnte man sagen, die eine weltweite Verschwörung gebildet haben, um die Welt ins Unglück zu stürzen, die Weltherrschaft anzutreten, die Staaten in Kriege zu treiben. Das heißt, ganz, ganz klassische Verschwörungstheorie, das würden wir nie in Wirklichkeit annehmen. Ja, wir würden nie annehmen, dass tatsächlich irgendwelche Supermilliardäre private Atomwaffenarsenale horten, um aus Lust und Laune die Welt zu vernichten. Wir sofort sagen Verschwörungstheorie. Ja, wie ist der Verschwörungstheorie, ist Unsinn, aber als Film funktioniert es wunderbar. Und ich schlage nur mal vor, wenn Sie mit Verschwörungstheorien konfrontiert werden oder sich damit beschäftigen, sich nicht gleich darüber zu empören, sondern sich einfach zu fragen, gäbe das einen guten Plot für einen spannenden Film ab? Und dann hätte man, so könnte man sagen, diese Verschwörungstheorie auch schon entschärft. Aber wie ich in dem Text auch hinzugefügt habe, das gilt natürlich nur für diejenigen, die ohnehin nicht an Verschwörungstheorien glauben. Wer eine Verschwörungstheorie glaubt, wird sie nie so betrachten, als wäre es nur ein spannender Film oder ein neues Computerspiel, sondern er ist zutiefst von der Wahrheit seiner irrigen Weltansicht überzeugt. Wenn er diese Überzeugung artikuliert, übrigens, jetzt schließt sich der Kreis, wenn er diese Überzeugung artikuliert, lügt er nicht, er irrt sich nur, weil er ist überzeugt von dem, was es ist. Was anders wäre es, wenn jemand aus politischen Gründen Verschwörungstheorien verkündet, was ja auch geschehen ist in den letzten Jahren, Verschwörungstheorien verkündet, um politische Manipulationen durchzuführen, aber selbst genau weiß, dass das ohnehin falsch ist, was er hier durch seine Propagandisten verbreiten lässt. Das wäre dann eine klassische Lüge. Kommen wir jetzt zu dieser interessanten Frage, nachdem wir dieses Verhältnis Wahrhaftigkeit-Lüge, Wahrheit-Falschheit begrifflich ein bisschen versucht haben zu klären, kommen wir zu dieser interessanten Frage, wie ist jetzt die Lüge moralisch zu bewerten? Ich habe schon gesagt, intuitiv verurteilen wir natürlich die Lüge. Wenn im Bereich der Politik und dieser Prozess in Österreich ist ja nur ein Beispiel für vieles, wenn im Bereich der Politik wir draufkommen, dass jemand die Unwahrheit gesagt hat, wissentlich gelogen hat, Journalisten belogen hat, Wähler belogen hat, Parteifreunde belogen hat, dann schrillen die Alarmglocken und die verurteilen das sofort. Es ist interessant, die Beobachtung zu machen, dass in der gesamten europäischen Tradition der Philosophie, die jetzt 2500 Jahre alt ist, es nur zwei, wirklich nur zwei Philosophen gab, die die Lüge und das Lügen jetzt moralisch betrachtet unbedingt und ausnahmslos verurteilt haben. Das waren die schon genannten Aurelius Augustinus und Immanuel Kant. Beide haben das aus einer ähnlichen Überlegung getan, nämlich aus der Überlegung, was bedeutet es zu lügen? Zu lügen bedeutet, und da denken sie beide anders als Nietzsche, Sprache zu missbrauchen und Kommunikation tendenziell zu verunmöglichen. Immanuel Kant, der den kategorischen Imperativ entwickelt hat, würde in etwa so argumentieren, wenn ich lüge und ich überlege mir, getreu nach den Maximen, die der kategorische Imperativ mir nahelegt, ob ich tatsächlich wollen kann, dass die Lizenz zum Lügen zu einem allgemeinen Gesetz werde und jeder jederzeit die Lizenz zum Lügen hat, dann würde das bedeuten, dass der gesamte kommunikative Verkehr zwischen Menschen zusammenbrechen würde. Sie brauchen sich nur vorstellen, was es bedeutet, wenn Sie jederzeit annehmen müssen, Ihr Partner belügt Sie, Ihr Vorgesetzter belügt Sie, Ihre Bank belügt Sie, die Deutsche Bahn
belügt sie, dann bricht alles zusammen. Das heißt, Sprache, Kommunikation, so Immanuel Kant und Aurelius Augustinus, verlangen, dass ich davon ausgehen kann, dass ich das Vertrauen haben kann, dass ich nicht pausenlos, willentlich belogen werde. Wenn ich dann aber einmal lüge, und das ist eben dieses Prinzip des kategorischen Imperativs, dieses Prinzip der Universalisierung, wenn ich einmal lüge, kann ich nicht sagen, es ist eine Ausnahme, sondern damit sage ich eigentlich, für mich gelten diese allgemeinen Bedingungen unserer Kommunikation nicht und ich setze sie außer Kraft. Das heißt, wer lügt, so Immanuel Kant, entzieht der Menschheit eigentlich ihre kommunikative Grundlage und damit ihre Würde. Es geht nicht darum, ob ich im Einzelfall gute Gründe habe, zu lügen oder nicht, sondern indem ich lüge, greife ich, Kant war da schon relativ pathetisch, greife ich tatsächlich die Idee der Menschheit an. Deshalb auch so eine radikale Formulierung, dass es in keiner Situation, und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr hart, und ich kenne niemanden, zumindest aus meinem Bekanntenkreis, der das tatsächlich mitvollziehen würde. Deswegen hat Kant gesagt, es ist in keiner Situation gestattet, zu lügen. Er kannte auch also keine Form der Notlüge. Und er hat dann mit einem Zeitgenossen, den schweizer-französischen Politiker und Philosophen Benjamin Constant, eine interessante Kontroverse gehabt über ein Beispiel, einen Beispielfall, den Constant erfunden hat und Immanuel Kant in die Schuhe geschoben hat. Und Kant hat gesagt, ich kann mich zwar nicht erinnern, das gesagt zu haben, aber es ist so gut, dass ich mich dazu bekenne. Das heißt, er hat eine Fiktion als seine eigene Wahrheit akzeptiert. Ein Beispielfall, den Sie wahrscheinlich kennen. Die Story geht in etwa so. Ein Freund klopft an meine Wohnungstür und sagt, du, ich werde verfolgt, es sind Mörder hinter mir her, bitte versteck mich in einer Wohnung. Ja? Ich verstecke natürlich meinen Freund. Wenig später klopft es an der Tür, die Mörder stehen davor und fragen, ist dieser Mann in deiner Wohnung? In der Regel würden wir sagen, jetzt ist die Zeit, wo man lügen kann, denn es geht darum, ein Menschenleben zu retten. Und ein Menschenleben gilt doch mehr als eine Lüge. Und man sollte natürlich sagen, nein, nein, der ist nicht da, der ist nicht vorbeigekommen, ich weiß gar nicht, von wem er redet, habe den schon ewig lang nicht gesehen, in der Hoffnung, die lassen sich dadurch abwimmeln und verlassen wieder die Wohnung. Constant nannte das die gestattete Lüge aus Menschenliebe. Immanuel Kant sah das anders. Er sagte, auch in dieser Situation habe ich nicht das Recht, das moralische Recht zu lügen. Ich bin zur Wahrheit verpflichtet. Ich muss also diesen Mördern, es gibt so moderne Adaptionen dieser Geschichte, man versteckt sozusagen ein von der Gestapo verfolgter jüdischer Mitbürger, sucht, also bittet, versteckt zu werden, dann wird das Ganze noch dramatischer. Kant sagt, auch in der Situation muss ich die Wahrheit sagen, wenn die mich fragen, hast du deinen Freund bei dir versteckt, sage ich ja, ich habe ihn versteckt. Die Argumentation von Kant ist hochinteressant. Er sagt nämlich, wenn ich die Wahrheit sage, und das kann zum Beispiel sein, dass mein Freund mittlerweile ein offenes Fenster entdeckt hat, das Haus wieder verlassen hat, geflohen ist, die Verfolger betreten die Wohnung, finden ihn nicht mehr, habe meinen Freund gerettet und habe nicht gelogen. Wenn ich lüge und sage, ich habe ihn nicht versteckt und die Mörder gehen aus dem Haus heraus, um das Haus herum und dort springt mein Freund gerade aus dem Fenster, um zu fliehen, springt mitten in die Hände seiner Mörder, dann bin ich im doppelten Sinn mitschuldig. Nämlich einerseits, weil er jetzt tatsächlich in die Hände seiner Verfolger gefallen ist und andererseits, weil ich mich durch eine Lüge selbst ins Unrecht gesetzt habe. Kants These war, dass man nie jemanden, in welcher Situation auch immer, vorwerfen kann, wahrhaftig gewesen zu sein. Aber wer immer lügt, egal, ob die Lüge jetzt erfolgreich war oder nicht erfolgreich war,
dem kann immer vorgeworfen werden, tatsächlich dieses Gebot, du sollst die Wahrheit sagen, gebrochen zu haben und muss deshalb alle Konsequenzen seines Handelns tragen. Während der andere, der wahrhaftig ist, man kann niemanden vorwerfen, sozusagen tatsächlich nichts anderes getan zu haben, als wahrhaftig gewesen zu sein. Würde ich das jemandem wirklich ernsthaft vorwerfen können, würden wir ebenfalls dieses Prinzip des wechselseitigen Vertrauens unterminieren. Ich weiß schon, wir gehen in der Regel anders vor. Wir argumentieren eher wie Constant. Wir argumentieren eher wie Arthur Schopenhauer, der ebenfalls interessant ist, zu diesem Phänomen der Lüge gesagt hat. Wir argumentieren nämlich in der Art, dass wir sagen, ja, im Prinzip ist es schon richtig, dass man nicht lügen darf oder nicht lügen soll, aber es gibt Situationen, wo es nicht anders geht. Dann allerdings stellt sich die wunderbare Frage, und da gibt es auch einige Texte in einem Buch dazu, wer entscheidet jetzt, in welcher Situation es nicht anders geht? Welche Art von Konflikt, welche Art von Verfolgung, welche Art, also sozusagen von Krise, die ich glaube, durch eine Lüge lösen zu können, erlaubt denn nun diese Lüge? Denn jeder, der lügt, wird sagen, also für mich war das so eine dramatische Situation, ihr müsst einsehen, ich konnte nicht anders. Sogar in dem Prozess gegen Sebastian Kurz ist das Argument schon gefallen. Da hat der Anwalt schon vorgebaut. Hätte Sebastian Kurz in dieser Debatte tatsächlich in dieser parlamentarischen Untersuchung die reine Wahrheit gesagt, hätte das zu einer Staatskrise geführt und das kann doch keiner wollen. Ja? Das heißt also, wann die Not so groß ist, dass die Notlüge erlaubt ist, ist eine Sache, die immer erst entschieden werden muss. Und Nietzsche hätte wahrscheinlich gesagt, und sie wird immer danach entschieden, wer die Macht hat, wirklich dann festzulegen, ja, das ist die Not, die eine Lüge legitimiert, oder das war keine so große Not, da hätte man eigentlich die Wahrheit sagen müssen. In der Politik, Hannah Arendt hat mal darauf aufmerksam gemacht, und das wird selten berücksichtigt oder wird selten sozusagen reflektiert in ihrem berühmten Aufsatz über Wahrheit und Politik in den späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts veröffentlicht, nach den Watergate-Skandalen, war ja noch der Watergate-Affäre, Hannah Arendt hat auf Auffassung gemacht, dass sozusagen die gesamte politisch-theoretische Tradition Europas die Lüge eigentlich immer als legitimes Mittel der Politik gegolten hat, während Wahrhaftigkeit eigentlich nie als besondere politische Tugend gefeiert worden wäre. Ich finde das interessant, diesen Hinweis. Und in der Tat findet sich schon, nur als ein Beispiel, findet sich schon bei Platon in der Politeia, also in seiner berühmten Abhandlung, umstrittenen Abhandlung über den Staat, der Gedanke, dass es natürlich wichtig ist, die Wahrheit zu sagen, wahrhaftig zu sein, nicht zu lügen. Aber es gibt Ausnahmen. Und Platon wollte die Lizenz zum Lügen nur denjenigen geben, die an oberster Stelle des Staates stehen, für das gesamte Wohl des Staates verantwortlich sind und in Notsituationen auch zu diesem Mittel der Lüge greifen können. Sie erinnern sich vielleicht an den berühmten Satz des damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, am Höhepunkt der Finanzkrise des Jahres 2008, hat er gesagt, nachdem es gelungen ist, durch einige Maßnahmen, über die wir jetzt nicht diskutieren müssen, die Situation einigermaßen in den Griff zu bekommen, hat er gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Denn die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission haben bewusst die Unwahrheit gesagt und nicht kommuniziert, wie dramatisch die Situation tatsächlich war. Hätten sie das nämlich getan, hätte es einen Run auf die Banken gegeben, jeder hätte versucht, sein Geld zu retten und das hätte erst genau zu dem Crash geführt,
der europäische Wirtschaft womöglich in den Abgrund getrieben hätte. Das heißt, aus Sorge um das Gemeinwohl war es Jean-Claude Juncker offensichtlich klar, dass dann gelogen werden muss. Man könnte sagen, das war tatsächlich in diesem Sinn platonisch gedacht. Natürlich kann man auch hier sagen, es hat auch andere Möglichkeiten gegeben. Man hätte eine andere Politik machen können. Man hätte von allen Anfang an andere Strategien einschlagen müssen. Man hätte sich auch diese Lüge ersparen können. Noch einmal die Frage, wer darüber entscheidet, wann die Not so groß ist, dass gelogen werden darf. Ja, gelogen werden muss, ist vielleicht letztlich wirklich eine Frage der Macht. Ich komme zu einem abschließenden Gedanken. Nämlich der Überlegung, was bedeutet das Ganze jetzt für unsere neue mediale Welt, in der wir von so viel Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Fiktionen und Fälschungen umgeben sind. Wir bemerken ja auf der einen Seite, dass die Virtualität in einer atemberaubenden Geschwindigkeit zunimmt, also die Nichtwirklichkeit, künstlich erzeugte Scheinwirklichkeiten. Und auf der anderen Seite haben wir eine unglaubliche Sehnsucht, offensichtlich als Gegenreaktion darauf, eine unglaubliche Sehnsucht, nur noch authentisch zu sein, nur noch das zuzulassen, auch in der Kunst, was tatsächlich beglaubigt werden kann. Sie haben vielleicht diese Debatten mitbekommen über Schriftsteller, die über eine Gesellschaft schreiben, in der sie nicht selbst gelebt haben. Dürfen sie das? Sie sind ja nicht authentisch dabei gewesen. Sie machen vielleicht auch Fehler. Kann man etwas sozusagen ein Leben oder Zusammenhänge oder etwas erfinden? Oder darf man etwas dazu erfinden zu einem Leben? In dem Genre, das heute etwa Autofiktion heißt. Also einerseits autobiografisch, andererseits leicht fiktional. Ich würde sagen, man muss hier in der Tat sehr, sehr vorsichtig sein. Im Bereich der Kunst, das wäre meine These, ist jede Form der Fiktion legitim. Es ist wirklich absurd, Künstlern, Schriftstellern, Filmschaffenden vorzuwerfen, sie wären nicht authentisch genug oder es ist nicht nah genug an der Wirklichkeit. Die Aufgabe der Kunst ist es ja, eine Gegenwirklichkeit zu entwerfen, aus der Fantasie etwas entstehen zu lassen, völlig egal in welchem Medium, ob das jetzt eine moderne Computertechnologie ist oder altertümliches Schreiben mit Füllfeder auf Papier. Was anderes ist es natürlich im Bereich der Politik, noch etwas anderes ist im Bereich der Wissenschaft. Allerdings müssen wir uns auch hier von dem Vorurteil verabschieden, dass wir einen unmittelbaren Zugriff auf die Wirklichkeit hätten. Es gibt ein lange vergessenes, mittlerweile wiederentdecktes Buch des Philosophen, ursprünglich ein großer Kant-Forscher des späten 19. Jahrhunderts, Hans Feichinger, die Philosophie des Als Ob. Als Ob. Feichinger macht darauf aufmerksam, dass auch moderne Wissenschaften, Naturwissenschaften, dass Formalwissenschaften wie Logik und Mathematik nicht ohne gewisse Vorannahmen, um nicht zu sagen, nicht ohne Fiktionen auskommen können. Das heißt, wir müssen immer Annahmen treffen, die wir nicht belegen können, die wir in der Wirklichkeit nicht auffinden, die aber notwendig sind, damit wir überhaupt weiterdenken können. Ich möchte das illustrieren an einem Beispiel, das mich wieder zu Immanuel Kant zurückführt. Sie kennen wahrscheinlich, haben das sicher auch im Rahmen dieser Vorlesungen hier in dieser Veranstaltung immer wieder diskutiert. Sie kennen diese uralte und heiß zu diskutierende Frage, ob der Mensch einen freien Willen besitzt. Ist uns sozusagen Freiheit gegeben? Können wir uns tatsächlich frei entscheiden? Oder sind wir determiniert durch Umstände, durch unsere Gene, durch unsere Hirnaktivität, durch unsere Umwelt? Je nach Anschauung kann man einen Schwerpunkt mal dort und mal da sehen.
Aber auf alle Fälle, sozusagen diese Frage Determinismus, Indeterminismus durchzieht die philosophischen Debatten seit langem. Immanuel Kant, das wird meines Erachtens viel zu wenig beachtet, hat in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten geschrieben. Und das finde ich schon interessant. Und auf solche Überlegungen bezieht sich dann auch Hans Vaihinger in seiner Philosophie des Als Ob, hat geschrieben, ob der Mensch ein freies Wesen ist, lässt sich nicht entscheiden. Das kann ich empirisch nicht feststellen. Und metaphysisch auch nicht tatsächlich in letzter Konsequenz logisch ableiten. Aber wir müssen, um uns wechselseitig human begegnen zu können, so tun, als ob wir freie Wesen sind. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir frei sind, ob Sie frei sind. Aber ich unterstelle es mal. Wir tun so, als ob. Und in diesem als ob oder aus diesem als ob resultierte dann die Konsequenz, Menschen als freie, als autonome, als selbstbestimmte Wesen zu betrachten und gerade deshalb auch zu respektieren und zu achten. Denn ich tue so, als ob sie freie, selbstständige, autonome Wesen wären und ich tue nicht so, als ob sie Maschinen wären, die keinen Willen haben, sondern nur einem vorgefertigten Programm einfach dieses Programm abspulen und exekutieren. Und solche Als-Ob-Fiktionen, denke ich, durchziehen auch unser ganzes Denken, unsere ganze wissenschaftliche Diskussion. Und das scheint mir gerade bei aktuellen Debatten ziemlich entscheidend zu sein. Auch da finden sich einige Texte in meinem Buch. Ich spiele jetzt nur ganz kurz an, am Schluss noch einmal auf was unglaublich Brennendes, nämlich die Klimafrage. Und wir verwechseln auch hier mitunter in den erhitzten politischen Diskursen über dieses Problem, sozusagen das, was Wissenschaft hier leistet und was sie leisten kann. Denn es geht hier um die Zukunft. Die Zukunft ist aber nie Gegenstand einer empirischen Beobachtung, denn sie ist dadurch definiert, dass sie noch nicht eingetreten ist, dass sie noch nicht erlebt werden kann. Zeitreisen in die Zukunft können wir leider noch nicht bewerkstelligen. Alles, was wir tun können, ist für die Zukunft Modelle zu entwerfen. Modelle haben aber durchwegs als ob Charakter. Wir beschreiben die Zukunft so, als ob das und das und das eintreten wird, wenn wir das und das und das entweder weiter tun oder unterlassen oder etwas anderes tun. Dass das Modelle sind, spricht überhaupt nicht dagegen, dass wir damit arbeiten. Wir müssen mit solchen Konzeptionen arbeiten. Wir sollten uns nur klar sein, dass die in hohem Maße natürlich fiktionalen Charakter haben. Aber Fiktionen bedeutet ja nicht zu lügen. Fiktionen können natürlich in die Irre führen. Fiktionen können unter falschen Annahmen getroffen sein. Modelle können widerlegt werden, so wie Hypothesen. Die Lüge würde in diesem Fall dann gegeben sein, wenn etwa ein Wissenschaftler gegen seine eigene Arbeit, gegen seine eigene Forschung etwas anderes behauptet. Und letzter Punkt, um auch diese Differenz noch einzuführen, Sie kennen den Begriff Klimaleugner, nicht Klimalügner, Klimaleugner. Ein Leugner ist nicht identisch mit einem Lügner. Ein Leugner ist jemand, der etwas bestreitet, was mehr oder weniger offensichtlich ist. Beim Lügner weiß ich ja nicht, ob das, was er sagt, die Wahrheit ist oder nicht die Wahrheit ist. Bei einem Leugner weiß ich, das ist ein Unsinn, das liegt auf der Hand. Ja? Wenn ich draußen stehe im Regen und es schüttet und es kommt jemand und sagt, es regnet nicht, ich leugne es, dass es regnet, dann weiß ich, das stimmt nicht, ich bin ja von oben bis unten nass. Der kann gar nicht der Überzeugung sein, dass es nicht regnet, aber er tut so, als könnte er die Wirklichkeit verneinen. Das wäre noch eine andere Facette des Umgehens mit der Wirklichkeit als die Lüge, in der es tatsächlich darum geht, was ich im Innersten von dieser Welt denke
und dann entweder sage oder eben nicht sage. Ja, ich hoffe, wir haben Ihnen einen kleinen Eindruck geben können von dem, was mich bewegt, was mich umgetrieben hat, was ich in verschiedenen kleinen Texten zu diesem Buch geschrieben habe und freue mich jetzt auf ein angeregtes Gespräch mit Ihnen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Liesmann, für Ihre facettenreichen und differenzierten Ausführungen. In der Tat haben wir jetzt Gelegenheit zur Diskussion. Wir haben bisher relativ wenige Beiträge im Chat. Man kann sich auch persönlich melden, kann zu Wort kommen. Es hat sich bewährt, dass ich in die Diskussion einsteige und ich würde mit zwei grundlegenden Begriffen beginnen, deren Unterschied Sie ja an mehreren Stellen erläutert hatten, nämlich einerseits Wahrheit und andererseits Wahrhaftigkeit. Beides ist nicht identisch, beides beruht auf Idealen, auf Idealvorstellungen. Würden Sie denn zustimmen, dass beide Ideale jeweils auch ihr Recht haben, nur vielleicht in unterschiedlichen Situationen? Also die Wahrhaftigkeit, die kam ja nun bei Platons Hippias schlecht weg, aber dennoch gibt es doch einen im mitmenschlichen Miteinander sozusagen eine legitime Wertschätzung von Authentizität. Oder würden Sie das in Zweifel ziehen? Also ich will das nicht in Zweifel ziehen. Es gibt diese legitime Wertschätzung von Authentizität. Allerdings frage ich mich, da bin ich zu sehr Nietzscheaner, ob es uns tatsächlich gelingen kann, in den unterschiedlichsten Situationen unseres Lebens authentisch zu sein. Oder ob es nicht, ich sage jetzt nicht in einem moralischen abwertenden Sinn, ob es nicht dazugehört, dass wir halbwegs gut miteinander auskommen können, uns hin und wieder auch zu verstellen. Oder eben tatsächlich nicht in dieser Unmittelbarkeit alles zu sagen, was mir gerade am Herzen liegt. Das heißt, Authentizität kann ja auch eine Zumutung für die anderen sein. Und es waren, glaube ich, nicht die schlechtesten Denker, wie etwa Montaigne, die darauf hingewiesen haben, dass es zu einem zivilisierten Verkehr zwischen Menschen auch gehört, sich etwa in Rituale einzuüben, um eben bestimmte authentische Impulse erst gar nicht nach oben kommen zu lassen. Dazu kommt, dass in unserer authentizitätsbeflissenen Kultur wir zu diesem paradoxen Phänomen kommen oder dieses mitunter beobachten, nicht immer, aber mitunter beobachten können, dass Authentizität gleichsam inszeniert wird. Ich gebe mich authentisch, ich spiele den Authentischen. Ja. Ich äußere Gefühle, die ich vielleicht gar nicht habe. Ich inszeniere Empörungen bei Dingen, die mich eigentlich kalt lassen. Das heißt, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das heißt, Wahrhaftigkeit würde ich auch von Authentizität unterscheiden. Denn Wahrhaftigkeit schließt schon einen kommunikativen Kontext ein. In einer bestimmten kommunikativen Situation sage ich das, was ich tatsächlich selber für richtig oder für wahr halte, bin genau mutig genug, das zu sagen, was mir durch den Kopf geht und nicht das, von dem andere wollen, dass es mir durch den Kopf gehen soll. Vielleicht noch ein Gedanke, der mir jetzt noch einfällt, der mir ganz interessant erscheint, im Anschluss an Kant, ist ja auch darüber diskutiert worden, gerade auch im Bereich der Frage Wahrheit und Politik, aber das trifft auch sozusagen private, persönliche Verhältnisse. Man kann diese Frage, bin ich oder soll ich immer wahrhaftig sein, auch dadurch entschärfen, dass man sagt, ja, ich soll wahrhaftig sein, aber nur denjenigen gegenüber, die sozusagen ein bestimmtes Recht haben, von mir auch wahrhaftig informiert zu werden. Das ist sozusagen eigentlich ein kluges Argument, denn es scheint jedem einleuchtend zu sein, dass nicht jeder das Recht hat, von mir zu fordern, ich soll ihm die Wahrheit sagen, über mich oder über was auch immer. Dem Feind gegenüber wird man nicht wahrhaftig sein.
Es wird kein Mensch auf die Idee kommen, Selenskyj zuzumuten, Putin sollte ihn fragen, alles zu verraten, was das ukrainische Militär jetzt zuvor hat. Das wäre vollkommener Unsinn. Ja? Das heißt, also es muss schon eine bestimmte Beziehung zwischen Menschen vorherrschen, die sozusagen dem einen das Recht gibt, vom anderen Wahrhaftigkeit einzufordern, also etwa im privaten Bereich, im persönlichen Bereich. Es gibt in der Philosophie übrigens eine interessante Debatte, ob Kinder den Eltern gegenüber wahrhaftig sein müssen. Es gibt Philosophinnen, die behaupten, das muss nicht so sein. Um ein bisschen vielen Dank. Ich hätte noch mehrere Fragen, aber ich sehe eine Wortmeldung und es gibt auch einen Beitrag im Chat. Nehmen wir die Wortmeldung dran. Johannes Wendnagel müsste entstummt werden. Jawohl, hören mich alle? Ja. Vielen Dank für das erteilte Wort. Vielen Dank für den Vortrag, der das Terrain, was sich bietet in tausenden von Jahren Philosophiegeschichte zum Thema wahr und falsch, nochmal recht gut dargestellt hat. Meine Beobachtung ist allerdings, wenn wir gegenwärtig uns vor Fake News oder Verschwörungstheorien wappnen wollen, und irgendwie war das ja, glaube ich, auch ein Tenor Ihres Vortrages, dass wir dazu ausgerüstet werden sollten, dann finde ich, war es nicht sehr ergiebig, weil all diese Unterscheidungen zwischen wahr und falsch, die Sie, wo Sie das Tableau uns gezeigt haben, ja doch irgendwie zur Voraussetzung hatten, dass es verhältnismäßig klar ist, was eigentlich wahr und was falsch ist. Und ich denke, bei der Definition dessen, was jetzt Fake News ist und was nicht und was Verschwörungstheorie ist und was nicht, da liegen die eigentlichen Fußangeln. Und man kommt sehr schnell in die Versuchung, da ganz schnell ein schwarz-weißes Billigschema anzulegen, das, was einem persönlich halt einleuchtet, das ist alles wahr. Und das andere sind alles Fake News und Verschwörungstheorien. Und dass es da sehr komplexe und fließende Übergänge in jeder Hinsicht gibt, wird oft auch zugunsten dieser billigen Popologik, rechts, links, schwarz-weiß, übersehen. Und dazu hätte ich eigentlich fast gerne ein bisschen mehr Stoff und Anleitung und Hilfestellung bekommen, als einfach nur in der Philosophiegeschichte darstellen, wie das Terrain halt war. Vielleicht hätte Hegel noch ein bisschen dazugehört in der Phänomenologie des Geistes. Gibt es ja das Wahr-Falsch-Kapitel da. Da sind die aufeinander bezogen, die beiden. Und da ist die Wahrheit ja das andere seiner selbst, der Lüge. Und auf einmal sind sie schon ganz fest verbunden miteinander. Irgendwie auf den Weg zum Ganzen. Nämlich, ja, also ich will nicht ein Co-Referat halten. In die Richtung wollte ich mich einfach melden. Dankeschön. Ja, also wenn Sie in meinem Vortrag so eine Schwarz-Weiß-Malerei gesehen haben, dann hätten Sie mich vollkommen missverstanden. Genau das Gegenteil war meine Intention. Tut mir leid, wenn das nicht rübergekommen ist. Wenn Sie mein Buch lesen, werden Sie merken, dass ich das genauso in dieser Vielfalt sehe wie Sie. Ganz im Gegenteil, ich habe darauf hingewiesen, dass man sogar noch in den absurdesten Verschwörungstheorien Dinge entdecken kann, die durchaus bestimmte Plausibilitäten aufweisen können, dass man hier vorsichtig sein soll im schnellen Aburteilen und Verurteilen. Und wir erleben ja tagtäglich, wie schwierig das ist. Denken Sie an den Raketenbeschuss eines Krankenhauses jetzt im Nahen Osten, wo es zuerst völlig klar schien, das war ein israelischer Angriff. Jetzt scheint eher wieder die These vertreten zu sein, das war eine irrtümlich oder auch nicht irrtümlich abgeschossene Rakete der Hamas, die das eigene Krankenhaus getroffen hat. Das heißt also, gerade in einer Welt, in der so viele unterschiedliche Informationen kursieren und in der auch so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit Bildmaterial, mit Tonmaterial zu arbeiten, ist höchste Vorsicht geboten. Also dieser Rückgriff auf die Philosophiegeschichte sollte ja gerade zeigen, dass sich Wahrheit und Lüge beziehungsweise Wahrhaftigkeit und Lügenhaftigkeit nicht so leicht auseinanderdividieren lassen. Und gerade mein mit Nietzsche
vorgebrachter Hinweis auf die Kunstfertigkeit, die den Lügen auszeichnet, beschreibt er unglaublich gut dasjenige, was ich jetzt im Bereich der virtuellen Welten und im Bereich der Erzeugung von Fake News auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz abspielt. Das heißt, noch einmal, die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, ja, die mir durchaus in diesem hegelianischen Sinn als ein dialektisches Verhältnis betrachten kann, ist noch einmal etwas ganz anderes als die Unterscheidung zwischen Wahrhaftigkeit und Lügenhaftigkeit. Und dass sich das in der konkreten Situation vermengt, ja, das heißt, auf der einen Seite versuchen wir herauszufinden, was hat sich wirklich zugetragen, etwa in einer Krise, etwa in einer Situation, wo es unterschiedlichste Berichte gibt von unterschiedlichsten Seiten. Also was hat sich wirklich zugetragen? Und da würde ich mit Nietzsche sagen, bis zu einem gewissen Grad, wenn wir das in dieser Authentizität nie unmittelbar erfahren können, möglich, dass vielleicht Historiker dann in 10, 20, 100 Jahren mehr darüber wissen. Und auf der anderen Seite, wie viel willentliche Täuschung, wie viel willentliche Lüge steckt dahinter? Das ist ja noch einmal eine andere Frage. Und das Entscheidende ist ja, dass wir auch mit Bildern lügen können, die an sich wahr sind. Es kommt darauf an, in welchem Kontext ich sie platziere, mit welcher Unterschrift ich sie versehe, wann ich sie einspiele. Ja, das heißt, genau auf diese Komplexität wollte ich hinweisen und ganz im Gegenteil, jede Form der Vorstellung, wir könnten einfach sagen, was wahr ist und jeder, der was anderes behauptet, ist auf der falschen Seite, liegt mir fern. Da hätten Sie mich vollkommen missverstanden. Ja, wir haben schon den zustimmenden Daumen von Herrn Wendnagel gesehen. Ich würde gern eine Frage anschließen, die damit zu tun hat, wie man denn rausfindet, was wahr ist und was falsch ist, nämlich die Rolle der Sprache. Sie hatten zu Beginn des Vortrags gesagt, Sprache führt zur Verfälschung der Wirklichkeit und das geht gar nicht anders. Aber ist nicht die Sprache auch ein zentrales Instrument, um durch begriffliche Klarheit sortieren zu können, welchen Aussagen wir vertrauen können und welchen nicht? Insbesondere, wenn wir noch die Sprache der Mathematik vielleicht dazu nehmen, ist da nicht das Instrumentarium der Wissenschaft angesprochen, das eben nicht nur zu einer Verfälschung, sondern letztlich zum einzigen verlässlichen Weg führt, wie wir denn herausfinden können, was wahr ist? Naja, interessanterweise, gerade weil Sie die Sprache der Mathematik erwähnt haben, darin deutet sich schon an ein gewisses Misstrauen gegenüber unserer Alltagssprache, die einfach unpräzise ist, ja, die ungenau ist, die emotional gefärbt ist, die subjektiv geprägt ist, die ideologisch geformt ist. Ja. Wir alle wissen, wir verwenden Begriffe, aber egal, es kommt genau darauf an, sagen wir mal, aus welcher Sozialisation ich komme, aus welcher ideologischen Position ich komme. Und der Begriff Freiheit wird für mich ganz was anderes bedeuten als für meinen Gegenüber. Das heißt also, bei so kritischen Begriffen, vor allem was im sozialen Bereich, im politischen Bereich, im ideologischen Bereich, können wir uns ja kaum drüber einigen. Ja? Fragen Sie mal jemanden, der bei einer Querdenker-Demonstration gegen Corona war und jemand, der ein heftiger Maßnahmenbefürworter war, was verstehen die unter Demokratie? Ja? Sie werden draufkommen, der Begriff Demokratie macht das Gegenteil von Klärung, ja, sondern produziert überhaupt erst die unterschiedliche Auslegung, produziert mitunter erst Konfliktpotenziale. Deshalb war es ja immer schon, ne? Ich komme aus Wien und der Wiener Kreis in der Philosophie war ja berüchtigt und berühmt dafür, diese Verhexungen durch die Sprache, wie das Ludwig Wittgenstein genannt hat, eben durch eine sozusagen nüchterne, metaphernlose mathematische Sprache zu ersetzen, dem kann man viel abgewinnen. Also ich finde ja auch, dass Präzision in der Argumentation, Logizität in der Argumentation, Begriffsdefinition und Begriffsschärfung Möglichkeiten sind, der Wahrheit näher zu kommen. Ich bin da ein bisschen so Popperianer. Ja, die Wahrheit mag ein Ideal sein, das habe ich schon genannt, das wir nie erreichen werden, aber wir können uns annähern, wir können uns darum bemühen. Und dadurch brauchen wir tatsächlich klare
Begrifflichkeiten. Aber wir brauchen auch die Ehrlichkeit zu sagen, auch unsere noch größten Bemühungen um klare Begrifflichkeit ist natürlich gefärbt durch die, sagen wir mal, gesellschaftlichen, sozialen und sonstigen Brillen, die wir einfach, weil wir Menschen sind, so mit uns tragen. Das heißt, ein bestimmtes selbstkritisches Potenzial ist immer vonnöten, um dann damit sinnvoll arbeiten zu können. Und was die Sprache der Mathematik betrifft, Sie wissen es ganz genau, Sie können keine, es gibt keine Deutung der Welt, die Sie nicht noch mit einer schönen Statistik, einer schönen Kurve, einem schönen Diagramm unterstützen können. Und ich denke noch einmal zurück, ich weiß nicht, war das ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt moderner Wissenschaft an die Debatten während der Corona-Krise. Also so viel schöne Statistiken, Zahlen, Extrapolationen, alles Mögliche, wie in diesen 2 Jahren, habe ich ja noch nie gesehen. Ja? Das heißt, so viel formale Klarheit war noch nie auf den Fernsehbildschirmen. Gesellschaftspolitisch hat das zur größten Verwirrung geführt, die wir in den letzten Jahren gelebt haben. Und das müsste uns doch auch skeptisch machen gegenüber der Illusion, dass eine mathematische Sprache, eine Sprache der Mathematik tatsächlich die Lösung aller Probleme darstellt, was nicht bedeutet, dass wir uns nicht darum bemühen müssten. Dieses Bemühen unterstreiche ich sehr mit diesen kritischen Vorbehalten. Ja, ich denke, wir haben da Konsens. Eine Lösung aller Probleme habe ich ja nicht behauptet. Und die Zahlen alleine machen es nicht, das ist klar. Man muss die interessengeleitete Deutung von Zahlen dann mit in den Blick nehmen. Lassen Sie mich fragen zu Ihrer philosophischen Grundauffassung. Sind Sie näher bei Nietzsche oder sind Sie näher bei der wissenschaftlichen Weltauffassung des Wiener Kreises? Es klang ja so, dass Sie eigentlich näher bei Nietzsche sind. Bin ich auch. Ja. Okay. Also mir ist sozusagen, ich finde Nietzsche einerseits als Zeitdiagnostiker und andererseits in diesem rückhaltlosen Bemühen um sozusagen Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, tatsächlich faszinierend. Wobei ich die Differenz zwischen Nietzsche und etwa manchen Philosophen des Wiener Kreises, gerade was die Sprachphilosophie betrifft, ja nicht so groß sehe. Es wird übersehen, dass gerade der junge Nietzsche in diesem Aufsatz über Wahrheit und Lüge eine sprachkritische Position vertreten hat, die der späteren des Wiener Kreises ja ziemlich nahe kommt. Ja. Das heißt, man hat aus anderen Gründen sich mit Nietzsche nicht beschäftigen wollen, aber es gibt auch durchaus Beziehungen, genauso wie sozusagen diese radikale wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises in bestimmten Fragen, also etwas Religionskritik betrifft, durchaus ebenfalls nahe bei Nietzsche ist. Dass Nietzsche darüber hinaus ein Poet war, dass er Konzepte entwickelt hat, wie die von der ewigen Wiederkehr des Gleichen oder des Übermenschen, die natürlich einer nüchternen, rationalen Überprüfung nicht standhalten, ist wieder auf einer anderen Seite. Ja. Gut, ich sollte eine Frage einbringen, die im Chat... Aber vielleicht nur noch ein Satz dazu. Ja. Nietzsche war mindestens so ein konsequenter Antimetaphysiker wie Carnap. Das nehme ich zur Kenntnis. Die Frage im Chat lautet, mich würde interessieren, inwieweit Sie generative künstliche Intelligenz als der Lüge fähig ansehen. Da spricht man ja gerne fast verniedlichend von Halluzinieren, meint unser Teilnehmer, wobei Lüge durch eine künstliche Intelligenz dieselbe Konsequenz haben kann wie die eines Menschen. Also wie sehen Sie die Lüge vor dem Hintergrund des Vergleichs natürlicher und künstlicher Intelligenz? Also da, am derzeitigen Stand der Entwicklung sind künstliche Intelligenzen oder eben diese generativen Programme nicht imstande zu lügen. Warum? Wenn sie Fehler machen, die wir als halluzinierend beschreiben, dann deshalb, weil sie mit statistischen Wahrscheinlichkeiten arbeiten und sich dabei eben vertan haben oder verrechnet haben. Aber es steckt ja kein bewusstes Täuschungsmanöver dahinter. Ja, ich habe das selber ausgetestet und habe ChatGPT meine Biografie schreiben lassen. Das war eine tadellose Biografie, nur war sie voller Fehler, die einfach aus nachvollziehbaren
Wahrscheinlichkeiten sich ergeben, die allerdings die Realität nicht getroffen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Name etwa neben der Universität Wien aufscheint, in unterschiedlichsten Texten, ist sehr hoch. Ja. ChatGPT hat daraus geschlossen, dass ich muss Rektor dieser Universität sein. Das bin ich nicht. Ja. ChatGPT hat nicht gelogen. Ja. Sie wollte ja nicht die Welt in die Irre führen und sagen, also ich weiß, dass Liesmann nicht Rektor ist, aber ich sage es jetzt, um jemanden zu ärgern, jemanden zu täuschen, jemanden zu schaden. Das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt bei der moralischen Bewertung der Lüge, dass eine Schadensabsicht dahinter sein muss. Ich belüge jemanden nicht nur, um mich zu schützen, sondern ich belüge jemanden, um ihn zu schaden. Und dazu ist künstliche Intelligenz noch, ja, ich schließe nichts aus, ja, aber noch nicht in der Lage, weil sie kein intentionales Bewusstsein hat. Und das ist die Voraussetzung dafür, lügen zu können. Weshalb manche Hellsicht den Kinderpsychologen übrigens sagen, wenn Kinder anfangen zu lügen, ist das das Schönste, was Eltern beobachten können. Denn das ist das Zeichen dafür, dass Kinder ein intentionales Selbstbewusstsein entwickeln. Und wir haben noch keine Möglichkeiten, sozusagen das an künstlicher Intelligenz wahrzunehmen oder zu überprüfen. Alles, was die bisher an Falschheiten von sich gibt, lässt sich wunderbar erklären aus den Rechenprozessen, die solche Antworten, die solche Antworten einfach erfordern. Also das wäre eine unzulässige Anthropomorphisierung der künstlichen Intelligenz. Ja? Sie lügt nicht und sie liebt nicht. Machen wir uns keine Illusionen. Aber es ist sicherlich sehr zeitgemäß, dass momentan eigentlich nach allen Vorträgen eine Frage zur künstlichen Intelligenz kommt. Das beschäftigt die Leute. Ich auch, gebe ich zu. Ich habe ein Signal bekommen, dass Rainer Rosenzweig auch gerne eine Frage stellen würde. Gerne. Bitte. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Da ist auch vieles gesagt worden. Ich will mal auf eines, was Sie auch jetzt gerade eben nochmal wiederholt haben, nochmal Wert legen, weil mir das oft in einen Topf geworfen wird. Es ist eine unterschiedliche Frage, ob ich wissen will, was wahr ist oder ob eine Person gelogen hat. Da haben Sie ja mehrfach darauf hingewiesen. Ja, also man kann auch irgendwie was Falsches meinen und dann dann zufällig was Falsches sagen, obwohl man ja eigentlich gar nicht lügen will und dann das auch nicht tut. Denn das würden wir nicht als Lüge bezeichnen. Also deswegen würde ich das jetzt auch mal gerne trennen und würde jetzt gerne auch an dem anknüpfen, was der Herr Wendnagel vorhin zu Recht gesagt hat. Wir stehen ja immer so ein bisschen vor dem Problem, dass wir zunehmend meinen, selbst bestimmen zu können, was die Wahrheit ist. Ja, und wenn uns irgendwas, was jemand anders sagt, nicht passt, dann ist es halt eine Verschwörungstheorie, dann ist es halt irgendwie Quatsch oder dumm oder sonst irgendwas. Und wir umgeben uns dann mit Menschen, die der gleichen Meinung sind, und dann entstehen diese berühmten Filterblasen, die sich immer selbst bestätigen, und irgendwann mal ist jeder so fest davon überzeugt, dass er recht hat und dass alle anderen nur noch lügen. Also das würde ich gerne mal wieder irgendwie so ein bisschen auseinanderkriegen, dass man das mal trennt davon. Ich kann ein grundehrlicher Mensch sein und trotzdem völligen Bullshit daherreden, wenn ich einfach nur von was Falschem überzeugt bin. Also das und Sie haben die Frage nach der Wahrheit dann auch nochmal mit der Machtfrage verknüpft. Das fand ich jetzt auch einen spannenden Moment in Ihrem Vortrag, denn man kann ja zwei Arten von Wahrheit zulassen. Man kann etwa sagen, wir werden uns sowieso nicht einig darüber, was ist wahr und was ist falsch. Also gibt es jemanden, der sagt es, nämlich der die dicksten Eier hat oder der halt jetzt gerade an der Macht ist oder der halt jetzt irgendwie gewählt wurde oder halt jetzt König ist. Das könnte man machen. Oder man einigt sich eben auf gewisse Diskursregeln und sagt, wir legen vorher fest, was sind die Regeln und an die haben wir uns alle zu halten. Und wenn am Schluss was rauskommt, was uns nicht passt, dann müssen wir das halt einfach schlucken, diese Kröte. Das wäre jetzt sozusagen die wissenschaftliche Methode und für die würde ich mich jetzt stark machen. Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das mit einer Frage verknüpfen will an Sie, aber das wäre jetzt sozusagen mein Beitrag zu dem Ganzen, dass wir das Ganze mal entkoppeln und die Frage nach dem, was es war und was es nicht war, nicht gleichzeitig irgendwie vermischen damit, lügt der jetzt oder nicht? Ich kann noch genau ergänzen. Das war ja die Intention meines Vortrags, das zu unterscheiden. Ja? Weshalb eben der Gegenbegriff zur Lüge die Wahrhaftigkeit und nicht die Wahrheit ist. Ja. Und dann müssten wir jetzt sozusagen zwei
Ebenen unterscheiden. Und ich habe aber auch darauf hingewiesen, das vermengt sich manchmal. Ja. Natürlich können auch Wissenschaftler lügen. Das wäre ja nicht das erste Mal, um das mal so zu sagen. Sie können auch gegen ihren eigenen Kodizes verstoßen. Sie können genau gegen diese, wir alle wissen, wie oft Experimente gefälscht werden. Ja. Jedes Mal fliegt, jedes Jahr fliegen Betrug in der Wissenschaft auf, ja, fliegt Betrug in der Wissenschaft auf. Und zwar auch in der harten Naturwissenschaft, nicht nur in den weichen Sozial- und Geisteswissenschaften. Ein Riesenproblem ist, dass man in der Wissenschaft sozusagen keine Kontrollexperimente durchführt, um bestimmte Hypothesen zu widerlegen. Ja. Denn dann, das würde bedeuten, meine eigenen Ergebnisse sind nicht positiv, sondern negativ. Damit kann man kein Renommee bekommen. Das heißt, da gibt's Dutzende wissenschaftssoziologische Probleme, die damit zusammenhängen. Aber im Prinzip gebe ich vollkommen recht. Ja. Wissenschaft ist ein sagen methodisch geregeltes Verfahren, die Welt zu erforschen. Und diese Methoden haben ihre guten Gründe. Sie haben sich über Jahrhunderte herausgebildet. Sie haben eine bestimmte Form der Verlässlichkeit. Sie haben auch eine bestimmte Form, wenn man so sagen kann, des Erfolgs auf ihrer Seite. Wissenschaftliche Forschung war höchst erfolgreich die letzten, sagen wir mal, Jahrhunderte. Jahrtausende ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber sagen wir mal Jahrhunderte. Und trotzdem gibt es natürlich sozusagen auch hier das Problem, dass wir Wahrheit als regulative Idee formulieren müssen. Und uns bewusst sehen, dass alles das, was wir in wissenschaftlichen, unter Anführungszeichen jetzt Fakten produzieren, im Wesentlichen mehr oder weniger gut bestätigte Hypothesen und Theorien sind. Wenn sie sich technisch umsetzen lassen, praktisch erproben lassen, hat man noch einen zusätzlichen Indikator, dass sie stimmen. Ja? Wenn Sie das nicht lassen, weil es etwa um Menschen geht, die ich nicht ständig Experimenten unterziehen will, bleiben immer sehr viele offene Stellen. Ja, weshalb natürlich Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, Psychologie, Politikwissenschaften nicht in dem Maße methodisch abgesichert werden können, wie empirische Wissenschaften, wo ich ganz andere Experimente designen kann als mit den Menschen. Ja, ich kann nicht sagen, na, schauen wir mal, lass mal ein Land 5 Jahre sozusagen von Terroristen regieren, vielleicht wird es eh besser. Und wenn es nicht geht, dann sagen wir, Experiment gescheitert, die These, Terroristen können nicht regieren, hat sich bewahrheitet. So können wir eine Sozialwissenschaft betreiben, weshalb natürlich die Anfälligkeit der Sozial- und Humanwissenschaften für ideologische Vorannahmen immer schon groß war, seit es diese Wissenschaften gibt. Ja. Und hellsichtige Humanwissenschaftler haben es auch gewusst, ja, und haben ihrerseits ein Ideal formuliert, das analog ist zum Wahrheitsideal in den Naturwissenschaften, nämlich Max Weber hat das Wertfreiheitsideal in den Sozialwissenschaften formuliert. Der Wissenschaftler hat sich jedes Werturteils zu enthalten. Und sie wissen ganz genau, dass das gerade in den Sozialwissenschaften heute nicht mehr gilt, sondern dass Wissenschaftler stolz sind, dass sie nicht nur Wissenschaft betreiben, sondern Haltung zeigen. Das heißt, gerade sich nicht eines Werturteils enthalten, sondern ständig Werturteile fällen. Und deshalb haben viele Menschen auch den Eindruck, dass es in diesen Wissenschaften mitunter eher ideologisch, moralisch und nicht wissenschaftlich zugeht. Ja, ich denke, wir müssen mit Blick auf die Uhr langsam aufs Ende zusteuern. Im Chat ist noch eine spannende Frage gestellt worden, die die Zeitskala von den Hunderten und Tausenden von Jahren noch erweitert, nämlich auf die Evolution. Wie ist das Lügen evolutionär einzuordnen, fragt Rudolf Kasparek. Ja, evolutionär, das muss ich jetzt kurz antworten, das wäre eigene Geschichte. Einige meiner besten oder liebsten Kollegen kommen aus der Verhaltensforschung. Und das ist ganz interessant. Also sobald man bei einer Tierart Intelligenz feststellt, geht die Hand in Hand damit, dass diese Tierart imstande ist, Täuschungsmanöver durchzuführen. Das heißt, Tiere täuschen, können täuschen, je intelligenter sie sind. Das heißt also, sie arbeiten auch schon mit bestimmten Vorformen der Lüge. Das hat übrigens schon Nietzsche erkannt. Er hat gesagt, nur bei Menschen ist dieser Hang
zur Täuschung und zum Vortäuschen am stärksten ausgeprägt von allen Tieren. Aber sie finden sich natürlich auch, dieser Hahn findet sich auch bestimmten Tierarten. Berühmt geworden sind ja die Raben-Experimente, wo man herausgefunden hat, dass Raben tatsächlich imstande sind, ihresgleichen zu belügen, etwa wenn es darum geht, die Fundstelle eines Nahrungsmittels oder einer Kostbarkeit zu verbergen. Die führen sie also bewusst in die Irre. Das heißt, kurz und bündig, es muss im Lügen, im Täuschen, im Vortäuschen, im sich verstellen können, in der Mimikrie, die es ja im Tierreich auch gibt. Viele Tiere passen sich ja an ihre Umgebung an, täuschen sozusagen eine falsche Oberfläche vor als die, die sie wirklich haben. Es muss darin ein evolutionärer Vorteil liegen. Böse gesagt könnte man sagen, wirklich authentisch wahrhaftige Lebewesen gehören nicht zu unseren Vorfahren. Dankeschön. Letzte Frage, Herr Liesmann. Sie haben ja eine gesellschaftliche Wirkung und soweit ich das wahrnehme, gelten viele Ihrer Auffassungen unterdessen als politisch konservativ. Also ich denke so an Identitätsdiskurse und geschlechtersensible Sprachregelungen und so weiter. Möchten Sie sich einordnen? Werden Sie gerne eingeordnet ins politische Spektrum? Oder? Ich werde überhaupt nicht gerne eingeordnet, weil mit diesen Einordnungen beginnt für mich schon das Verhängnis. Und ich weiß auch nicht, wieso Positionen, die meines Erachtens alle Errungenschaften der Aufklärung zurücknehmen, warum die heute als progressiv gelten. Ja? Für mich waren identitätspolitische Diskurse immer zutiefst reaktionär, weil sie jede Idee des Universalismus konterkarieren, der für mich die eigentliche fortschrittliche Idee ist. Und deshalb halte ich mich für fortschrittlich und identitätspolitische Diskurse für reaktionär. So einfach ist es. Ja, vielen Dank für diese Klarstellung zum Schluss. Ich darf auf die nächsten Termine hinweisen, die Cortices zu bieten hat. In Nürnberg haben wir morgen Lange Nacht der Wissenschaften und am Sonntag, den 22. dann übermorgen, beginnt der humanistische Salon. Da wird Jacques Tilly aus Düsseldorf kommen, der bekannte Wagenbauer, und über seine aufklärerischen Ideale sprechen. Wir wollen auch Buch trifft Hirn noch ein wenig fortführen. Der nächste Termin wird am 14. Dezember sein, abends wieder ein Donnerstag, wieder zur selben Zeit. Möglicherweise sagt uns Manfred Spitzer zu, wir verhandeln noch. Und ich darf auch darauf hinweisen, dass es die Vortragsreihe Humanistischer Campus gibt, in Kooperation mit dem Humanistischen Verband Bayern. Auch das ein Online-Termin am 23. November. Da wird der Münchner Philosoph Edmüller sprechen, auch in Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Das wird inhaltlich sicherlich an den heutigen Abend anschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für die Fragestellungen. Ich bedanke mich ganz besonders bei Ihnen, Herr Liesmann. Gerne. War mir ein Vergnügen. Und ich darf zum Schluss hinweisen auf einen Beitrag im Chat von Herrn Pfarrer Wendnagel. Der schreibt, er würde gerne an der Möglichkeit von Wahrheit festhalten wollen. Beispiel, Kinder werden nicht vom Storch gebracht, sondern wachsen im Mutterleib. Das erste ist falsch, das zweite ist wahr. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank.